Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns wieder in Gideon und hinter mir steht schon die Gouverneurin, was glaube ich, Keshu, die Schwanzflosse, nee, Schwarzflosse. Und der sollten wir, nichts erzählen, sondern wir sollten bei ihr jetzt die neue Quest annehmen. Wir haben nämlich das letzte Mal mit Evelie gesprochen, so rum war's. Jeder Stein, den man in einen Teich wirft, sorgt für Wellen. Die Steine, die ihr geworfen habt, haben für viele Wellen gesorgt. So gern ich euch auch helfen möchte, muss ich doch an Gideon und seine Sicherheit denken. Was meint ihr, Gouverneurin? Mein Meisterspion hat mir erzählt, dass Ratsherr Vandasia noch immer seine Augen in dieser Stadt hat. Dass wir nun sogar befürchten müssen, dass er weiß, dass wir die Ambitionen beherbergen. Dass er seine Kultisten zusammentrommelt, um Gideon anzugreifen. Die Gegenwart der Ambitionen bringt meine Leute in Gefahr. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Wir müssen die Ambitionen sicher unterbringen, aber wir brauchen einen besseren Platz, um sie zu verstecken. Sprecht mit den Ambitionen. Diese Dritte, die ihr gerettet habt. Somberin hieß er, oder? Evelie meinte, er wäre nicht in einem Gewölbe weggeschlossen gewesen, als der Kult ihn fand. Möglicherweise weiß er mehr als die Zwillinge. Ich werde mit den Ambitionen sprechen. Ich würde niemanden abweisen, der Hilfe braucht. Wir werden die Ambitionen schützen, solange wir können. Doch ich fürchte, meine Legionäre werden Vandasias Streitmacht nicht abhalten können, wenn sie angreift. Geht zum Tempel von Dibella, sobald ihr bereit seid, mit ihnen zu sprechen. Warum macht ihr euch plötzlich solche Sorgen wegen der Streitkräfte von Vandasia? Mein Meisterspion hat mir von einem Aufflammen von Aktivitäten berichtet, die besorgniserregend sind. Trotzdem teilt die Schwarzflossenlegion so gut aus, wie sie einsteckt. Sogar noch besser. Am meisten Sorgen macht mir der Gedanke an einen möglichen Verrat. Verrat? Vandasias Familie ist mächtig und tief in Dunkelforst verwurzelt. Seine Spione und politischen Verbündeten füllen Gideon wie Wein den Kelch. Und nicht alle sind Kultisten, zumindest nicht öffentlich. Ich fürchte den Feind, den wir nicht sehen, mehr als den, der offensichtlich ist. Tja. Was soll man sagen? Die Ambitionen sind hier geradeaus. Ich meine, ich kann absolut verstehen, dass sie natürlich besorgt ist um die Sicherheit ihrer Leute. Ich dachte nur eigentlich, es wäre von Anfang an klar, dass er im Prinzip jederzeit hier einfallen könnte, sobald er mitkriegt, dass die Ambitionen hier sind. Nun zu, Kalia. Entfesselt eure Macht. Genauso wie in der Klausur. Nun gut, wenn ihr das sagt. Nein, halt! Etwas stimmt nicht. Stopp, Kalia. Hört auf. Ich kann nicht. Wartet, lasst mich helfen. So. Wie habt ihr das gemacht? Ich lernte meine Kräfte zu beherrschen, nachdem ich mein Gewölbe verlassen hatte. Okay. Wir reden aber erstmal kurz mit den beiden. Unsere Macht scheint stärker zu werden. Schwerer zu beherrschen. Wenn Sombrin nicht wäre, hätte Kalias eigene Macht sie vielleicht schon verschlungen. Ist das unsere Strafe, weil wir unsere Klausur aufgegeben haben? Nein! Als ich aus meinem Gewölbe befreit wurde, brauchte es Monate, bis meine eigenen Kräfte derart angewachsen waren. Und fast hätte es mich vernichtet. Ich bin überrascht, dass Kalia so rasch nach ihrer Freilassung an diesen Punkt kommt. Warum hat Kalia so die Beherrschung verloren? Unsere Macht wächst exponentiell, sobald wir den Schutz unserer Gewölbe verlassen. Genau dafür wurden sie gebaut. Doch Kalias Macht ist schneller angewachsen als meine. Sie hätte sie um ein Haar verschlungen. Wenn nicht meine Mentorin gewesen wäre, hätte mich dasselbe Schicksal ereilt. Wie seid ihr aus eurem Gewölbe entkommen? Und was sagt ihr da bei einer Mentorin?
Als Herzog Varens Streitmacht vorbeizog, haben sie mich befreit. Für die war ich nur ein weiterer politischer Gefangener. Ich streifte eine Zeit umher, während meine Kräfte auf ein Maß anwuchsen, das dem entsprach, was ihr hier gesehen habt. Dann fand mich meine Mentorin. Ihr meint, diese Mentorin könnte Kalia und Destron beibringen, wie sich ihre Kräfte bändigen lassen? Ich gehe davon aus. Und es dürfte sicherer sein, wenn wir drei eine Zeit lang verschwinden. Es gibt einen alten Schrein nordwestlich von hier. Treffen wir uns dort. Ich würde vorschlagen, ihr sagt eurer Waldelfengefährtin, wohin wir gehen. Sie wirkt wie jemand, der sich sorgen würde. Gute Idee. Ich werde es Evelie sagen. Danach treffen wir uns am Schrein. Trefft uns in der Marsch im Nordwesten. Ich werde Kalia und Destron mitnehmen, um euch am Schrein zu treffen. Keine Sorge. Ich beschütze sie. Die Kultisten überraschen mich nicht noch einmal. Lasst nur eure Waldelfenfreundin wissen, dass die Zwillinge bei uns sind und wir für ihre Sicherheit sorgen. Was meint ihr damit, wenn ihr sagt, Kalias Macht wird sie verschlingen? Was glaubt ihr, warum Kaiser Leovig diese Gewölbe bauen ließ? Sie bewahren und begrenzen unsere Macht. Ohne sie würde die Macht wachsen und sich ausdehnen, bis sie uns vernichtet. Die Gewölbe sollten uns lange genug am Leben halten, damit wir lernen, unsere Macht zu beherrschen. Warum plant Vandassia dann, euch zu ermorden? Ach ja, was das angeht, anscheinend sind die Wahrheit und das, wovon ich dachte, dass ich es weiß, nicht ganz deckungsgleich. Ungeachtet dessen wird Kalias und Destrons Macht sie ohne den Schutz eines Gewölbes irgendwann umbringen. Doch ihr glaubt, eure Mentorin kann ihnen beibringen, ihre Macht zu beherrschen? Sie hat mich ausgebildet. Außerdem kannte sie einen Weg, um meine Kraft so weit zu unterdrücken, dass ich sie allein beherrschen konnte. Ohne sie würde ich heute nicht hier stehen. Sie kann Destron und Kalia helfen. Da bin ich mir sicher. Erzählt mir mehr über eure Mentorin. Ich wuchs in einem Gewölbe auf, genau wie die Zwillinge. Abgeschottet. Ich wusste nichts über die Welt außerhalb. Ich wusste nur, dass ich anders war. Irgendwie besonders. Herzog Varens Streitmacht befreite mich, als ich 16 war. Meine Mentorin fand mich einige Monate später. Wie kam es dazu? Ich habe mich mit Söldnern eingelassen, streifte umher und lernte zu kämpfen, während meine Kraft immer mehr anschwoll. Ich begann gerade die Beherrschung zu verlieren, als meine Mentorin erschien. Sie war eine Art Schamanin und lehrte mich, meine Kraft zu meistern. Sie nannte mich aber niemals eine Ambition. Ich verstehe immer noch nicht, wie sie euch gefunden hat. Sie sagte, sie hätte nach mir gesucht. Sie wusste von Merunes Dagons Interesse an einem verborgenen Geheimnis und hatte dem nachgespürt. Doch erst als meine Kraft sich außerhalb des Gewölbes zu manifestieren begann, konnte sie mich ausfindig machen. Sie hat mir das Leben gerettet. Gouverneurin Kirschu meinte, dass wir Gideon vielleicht eine Weile verlassen sollten. Die Gouverneurin ist weise. Ein Ziel in Bewegung ist schwerer zu treffen als eines, das stillsteht. Und wenn wir nicht mehr in der Stadt sind, haben Vandassias Kultisten auch keinen Grund mehr, um sie anzugreifen. Wie seid ihr überhaupt in den Totenländern gelandet? Ich habe nicht aufgepasst. Meine Mentorin warnte mich, dass man Jagd auf mich machen würde, aber ich nahm die Warnung nicht ernst. Ich kehrte in mein altes Gewölbe zurück, um zu versuchen, mehr darüber zu erfahren, wer und was ich bin. Die Kultisten haben mich dort überfallen. Sie haben mich bewusstlos geschlagen, bevor ich mich wehren konnte. Gut, anders, denke ich mir mal, wird das auch schwer möglich gewesen sein. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab sie eben noch anvisiert, aber nein. Kalia, so. Das war schrecklich. Ich habe noch nie so etwas gefühlt. Jemals. Nichts dergleichen ist während unserer Ausbildung in der Klausur vorgekommen. Was geschieht mit mir? Was habt ihr versucht? Meine Gabe ist Feuer. Das Beschwören von Flammen ist für mich so natürlich wie das Atmen. In der Klausur war es immer nur ein Funke oder ein einfaches Flackern. Doch als ich versuchte, das Ziel zu treffen, ich konnte es nicht bändigen. Das Feuer in mir wollte wachsen, sich ausbreiten, sich nähren. Wie fühlt ihr euch jetzt? Es geht mir gut. Vielleicht ein bisschen schwindelig. Was Somren auch immer getan hat, es konnte das Feuer löschen. Fürs Erste. Mir gefällt das nicht. Was, wenn niemand es löschen kann, wenn ich es das nächste Mal rufe? Ich könnte Destron verletzen. Ich könnte Gideon niederbrennen. Das werden wir nicht zulassen.
Unsere Macht scheint stärker zu werden. Schwerer zu beherrschen. Wenn Sombre nicht wäre, hätte Kalias eigene Macht sie vielleicht schon verschlungen. Ist das unsere Strafe, weil wir unsere Klausur aufgegeben haben? Ich glaube nicht, dass ihr bestraft werdet. Nein, wahrscheinlich nicht. Doch wir werden auf jeden Fall stärker. Ihr wurdet Zeugin, was ich in der Klausur tat. Meine Kraft zeigt sich in Blitzen. Aber nachdem ich gesehen habe, wie Kalia die Beherrschung verlor, zögere ich, sie hier einzusetzen. Doch das werde ich, falls ich meine Schwester verteidigen muss. Ja, blitzt dann mal das ganze Dorf nieder, kein Thema. Na gut, er hat nichts mehr zu sagen. Dann würde ich sagen, dass wir Evelyn mal eben Bescheid geben. Ich hoffe, das ist jetzt die nächste Aufgabe. Ja, genau, sprecht mit Evelyn Scharfeil. Meine heißt übrigens Schafdolch. Ich habe die ja mal nachgebaut und sie sieht wirklich hundertprozentig aus wie das Original. Wo ist er denn hier vorne, ne? Hey, ich bin hier! Ja, ich bin da. Keshu hat mir aufgetragen, mal eine Denkpause zu machen. Eine Pause kann manchmal helfen, wisst ihr? Also eine vom Denken. Damit man dann später wieder besser denken kann. Wie dem auch sei. Wie geht es den Ambitionen? Ist euch ein besserer Ort eingefallen, an dem wir sie verstecken können? Sombrin hat eine Idee, aber die Zwillinge verlieren die Kontrolle über ihre Kräfte. Das klingt natürlich schlecht. Was ist geschehen? Kalia hat fast den Tempel niedergebrannt, doch Sombrin kennt jemanden, der ihr helfen kann. Oh, ich wusste doch, dass es einen Grund gab, warum wir ihn aus Vandasias Festung in den Totenländern geholt haben. Ich meine, abgesehen davon, ein Menschenopfer zu verhindern. Also, wer ist diese hilfreiche Person? Sombrins Mentorin. Wir werden uns außerhalb von Gideon treffen. Vielleicht sind wir eine Weile weg. Bleib dicht bei ihnen. Wir müssen für die Sicherheit der Ambitionen sorgen und sie aus Vandasias Fängen halten. Während ihr weg seid, werde ich weiter Keshus Schwarzflossenlegion helfen. Und ich will da sein, wenn meine Vettern aus dem Walenwald endlich eintreffen. Viel Glück! Ich dachte, die will jetzt unbedingt mitkommen oder so. Nein. Och, ich will meine Vettern begrüßen. Viel Glück! Na gut, wir treffen uns hier oben. Das heißt, dass ich jetzt da zu der Seite rausreiten werde. Etwas Spannendes. Die Seite, wo ich gerade hingeritten bin. So. Da muss ich mal gucken, dass ich hier an den ganzen Krokodilen und den ganzen Mist hier vorbeikomme. So. Ich bitte euch nur, unvoreingenommen zu bleiben. Da sind sie. Ich wollte gerade sagen. Das ist eine Dremora. Sombrin, was geht hier vor sich? Also aufgrund der Tatsache, dass Beruhigt wir auch eine kennen... Beruhigt euch bitte. Das ist Xyna. Sie kann uns helfen. Söldnerin, warum sprecht ihr nicht mit ihr? Weil ich keine Söldnerin bin, sondern eine Heldin. Mann, kapiert das doch endlich mal. Interessant. Ich hätte nicht erwartet, wieder von Sombrin zu hören, als er entgegen meines ausdrücklichen Rats fortging. Doch ihn nun in der Begleitung einer mächtigen Sterblichen und zweier weiterer Ambitionen zu sehen. Aber wo sind meine Manieren? Seid gegrüßt, Sterbliche. Ich bin Xyna. Sombrin meinte, ihr hättet ihn unterwiesen und ihm geholfen, seine Macht zu bändigen. Also normalerweise stellt man sich erstmal vor, aber ist in Ordnung. Das habe ich. Ich spürte seine Not und bot meine Hilfe an. Er lernte schnell und, wie er euch sicher erzählen wird, ich habe ihn nie verraten. Hat er mich deshalb gerufen? Weil zwei andere Ambitionen nun in derselben Gefahr schweben, die ihn fast verschlungen hätte? Ja, wir wollen sicherstellen, dass Kalia und Destron sich nicht mit ihrer Macht selbst vernichten. Dann müsst ihr sie in mein Heiligtum bringen. Sie sind weitaus mehr als alles, was ihr euch je vorstellen könntet. Ich half Sombrin, weil ich nicht wollte, dass er in Meronis Dagons Fänge gerät oder sich selbst durch seine eigene Macht vernichtet. Das werde ich auch für die anderen tun. Wo ist euer Heiligtum? Ich habe es in den Totenländern verborgen. Ja, Dagons Reich. Doch ich habe Mittel und Wege, um uns zu beschützen. Bevor ihr sie zu mir bringt, müssen sie auf dieses Reich eingestimmt werden. Findet Splitter der Totenländer, die in eurer Welt stecken. Sombrin wird euch zeigen, wie man sie einsetzt, um die Ambitionen einzustimmen. Okay, klingt kompliziert. Wie gesagt, Xyna hat mir geholfen.
Und sie kann Kalia und Destron helfen. Wir müssen ihr einfach vertrauen. Und wenn ihr ihr nicht vertrauen könnt, dann vertraut mir. Ihr hättet uns sagen sollen, dass eure Mentorin eine Dremora ist. Vergebt mir, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Bewohner von Nirn nicht viel von Dremora halten. Xyna fand mich, als ich am Boden war. Hätte sie meinen Tod gewollt, hätte sie mich schon vor Jahren töten können. Oder zugelassen, dass ich mich selbst vernichte. Stattdessen half sie mir. Sie lehrte mich Beherrschung. Ich kenne eine Dremora. Sie will ganz sicher etwas von euch. Oh, da bin ich mir sicher. Der Wettbewerb in den toten Ländern ist hart. Insbesondere unter den nicht gebundenen Dremora. Ich weiß, dass sie Verbündete sucht, an die sie sich in Zeiten der Not wenden kann. Drei Ambitionen, die ihr Gefallen schulden, sind für Xyna so gut wie Gold. Erzählt mir von diesem Einstimmungsvorgang, von dem Xyna gesprochen hat. Lasst mich auf eurer Karte markieren, wo man diese Splitter der Totenländer finden kann. Xyna erzählte mir, wo ich sie finden kann, falls ich sie jemals brauchen würde. Dagon-Kultisten errichten oft einen Schrein um diese Splitter, falls sie welche auftreiben. Ihr werdet überrascht, wie oft Teile aus dem Reich des Vergessens ihren Weg nach Nirn finden. Und was machen wir mit diesen Splittern, sobald wir sie gefunden haben? Ich beschreibe den Vorgang, wenn ihr zurückkehrt. Ich muss ein Portal an einem Ort vorbereiten, an dem die Ebenengrenzen dünn sind. Begleitet Kalia und Destron und sammelt die Splitter. Dann kann ich sie auf die Totenländer einstimmen. Ich habe auch auf eurer Karte markiert, wo wir uns treffen werden. In Ordnung. Ich werde die Zwillinge begleiten und diese Splitter der Totenländer suchen. Unsere Kräfte zeigen eine seltsame Wechselwirkung mit den Naturgewalten der Totenländer. Deshalb müssen wir eingestimmt werden. Ich habe diesen Vorgang natürlich schon vor Jahren durchlaufen. Nun müssen wir den Zwillingen helfen, dies ebenfalls zu tun. Sorgt für ihre Sicherheit. Dann trefft mich auf der Straße südlich von Gideon. Also muss ich nicht eingestimmt werden? Nein, ihr seid keine Ambition. Außerdem wart ihr schon in den Totenländern und hattet unter keinerlei abträglichen Folgen zu leiden. Falls die Zwillinge das versuchen würden, ohne sich einzustimmen, würde die Ebene sie in Stücke reißen. Unsere Kraft steht irgendwie mit Meronis Dagon in Verbindung. Und was hat das zu bedeuten? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass es in uns einen Funken von Meronis Dagon gibt. Und er will dorthin zurückkehren, woher er kam. Ich glaube, genau das wollte Vandasia erreichen, indem er mich umbringt. Jedenfalls würde ich das lieber nicht zulassen. Bei keinem von uns. Ja, Destron. Lasst uns diese Dinge aus den Totenländern finden, wie Sombrins Mentorin es vorschlug. Wenn es dabei hilft, mich und meine Schwester am Leben zu erhalten, müssen wir es versuchen. So groß die Risiken auch sein mögen. Habt ihr schon einmal von diesem Einstimmungsvorgang gehört? Nein, aber ich hatte auch noch nie von Ambitionen gehört, bevor all dies begann. Das ist für uns alles neu. Doch solange meine Schwester und ich in Gefahr schweben, werde ich jede Hilfe annehmen, die ich kriegen kann. Ziehen wir los und finden wir diese Dinge. Das ist auf jeden Fall klug. Ich schätze, wir müssen auf Sombrins Erfahrung vertrauen. Er weiß eine ganze Menge mehr über unsere Kräfte, als wir das tun. Meint ihr, wir sollten Xyna vertrauen? Spielt es eine Rolle? Ich habe die Macht in mir gespürt, als ich im Tempel die Beherrschung verlor. Ich konnte sie nicht unter Kontrolle bringen. Hätte Sombrin meine Flammen nicht unterdrückt, hätte ich die Stadt in Brand gesetzt. Wenn ihr keinen anderen Weg kennt, um ihr zu helfen, bleibt uns wohl keine Wahl. Ja, die Splitter sind anscheinend hier, ich wollte gerade sagen, um uns rum. Ne? Hier ist einer, hier ist einer. Und wo ist der dritte? Den sehe ich jetzt gerade überhaupt nicht. Ah nee, wir brauchen ja nur die zwei. Ich muss ja nicht eingestimmt werden. Ne? Könnt ihr das glauben, Kalia? Wir werden große Helden sein. Ist es heldenhaft, von unseren Kräften verschlungen zu werden? Xyna hat Sombrin gelehrt, seine Kräfte zu beherrschen. Das wird sie auch für uns tun. Falls die Kultisten und unsere Macht uns nicht vorher umbringen. Sie kann uns... Kommt schon. Wo ist bloß eure Lust auf Abenteuer? Ja, ich glaube, die ist gerade mit ihrer Machtdemonstration verflogen. Ich beschütze euch, Kalia. Ihr habt mein Wort. Dummer kleiner Bruder, ich bin diejenige, die euch beschützt. Ihr seid doch nur ein Wimpernschlag älter. Zwei Splitter der Totenländer. Einer für jeden von uns. Mission erfolgreich.
Ich fürchte, dass es von jetzt an nur schwerer wird. Da unten? Oh je, okay. Ihr sorgt euch ständig. Treffen wir uns mit Sombrin. Genau, machen wir. Aber ich muss erstmal dahin reiten. Also sehen wir uns gleich wieder, wenn ich am Zielort angekommen bin. So, irgendwo hier müsste er sein. Das ist er nicht, aber das nehmen wir natürlich auch direkt mal gerne mit an. Sijik-Portale lehren uns, dass das Ungesehene nicht gefürchtet werden muss. Na, da habe ich aber eben was anderes gehört. Hi. Destron, hört auf! Das ist ernst! Entspannt euch, Kalia. Es ist ein Abenteuer. Destron, nehmt das ernst. Unsere Macht könnte uns vernichten. Nein, das werde ich nicht zulassen. Ihr könnt das nicht verhindern. Kalia, wir finden einen Weg. Wir tun all dies, um euch zu schützen. Habt ihr die Splitter gesammelt? Ja, haben wir. Ihr habt die Splitter der Totenländer gefunden? Gut. Ich habe das Portal an der Spitze dieses Hügels hinter mir eingerichtet. Ich werde Kalia und Destron einstimmen. Dann machen wir uns auf zum Gipfel. Was soll ich tun, während ihr die Zwillinge einstimmt? Ihr müsst euch für mich um eine Komplikation kümmern. Eine Komplikation? Durch mein Wirken hier wurden Kreaturen zum Hügel gelockt. Könntet ihr dafür sorgen, dass der Weg zur Kuppe frei ist? Das Letzte, was wir brauchen, sind zufällige Bedrohungen, die Kalia oder Destron zwingen, auf sie zu antworten. Ich werde dafür sorgen, dass der Weg frei ist und euch dann oben treffen. Ach so, das ist jetzt die Einstimmung oder was? Okay, ich dachte jetzt, er macht jetzt irgendwas Besonderes. Gut, Kreaturen. Wir müssen... Ich weiß gar nicht so genau, wo wir hin müssen. Wir gehen aber auf jeden Fall mal nach oben. Wir sollen ja eigentlich den Weg frei machen, aber das ist ja immer so ein bisschen relativ bei Teso, ne? Der Weg ist auch frei, wenn man einfach durchläuft und alle hinter sich herzieht. Na, sehr schön. In Ordnung, wie besprochen. Konzentriert euch auf die Splitter aus den Totenländern. Es klappt! Ich bin noch nie durch ein Portal gereist. Schnell, tretet hinein. Kommt nach, wenn ihr bereit seid, Freundin. Ich bin aber nicht bereit. Aber wir gehen trotzdem durch. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.